Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Tod von 23 pakistanischen UN-Soldaten in Somalia hat in Bonn die Diskussion über den Bundeswehreinsatz neu entfacht. Für die Bundesregierung ändert sich durch das Gefecht in Mogadischu grundsätzlich nichts an der bisherigen Planung. Dagegen will die SPD die Entsendung deutscher Soldaten durch das Bundesverfassungsgericht stoppen lassen. Aus ihrer Sicht könnten die Soldaten besonders gefährdet sein, weil die vorgesehenen Transporte von Verpflegung, Ausrüstung und Material marodierende Banden geradezu anlockten. Aus Bonn, Gerd-H. Pelletier. In den Regelsitzungen der Bonner Parteipräsidien war es das Hauptthema nicht. Doch überall wurde am Rande diskutiert, wie die Zwischenfälle von Mogadischu die Mission der Bundeswehr in Somalia beeinträchtigen könnten. Werden deutsche Soldaten dort wirklich in befriedetem Gebiet operieren? Es hat sich nichts geändert an der Aussage der Vereinten Nationen im Hinblick auf Beletouen, dass es ein befriedetes Gebiet ist. Und ich sage noch einmal, unsere Truppen haben auch einen anderen Auftrag. Die Pakistanis sind ja in diese Situation gekommen. In dem Moment, wo sie versucht haben, Waffenlager zu zerstören, Truppen zu entwaffnen, all das ist nicht der Auftrag unserer Truppen. Dennoch, Bonn ist zumindest irritiert, wie auch der Regierungssprecher vorsichtig erkennen ließ. Die Bundesregierung, und zwar insgesamt, wird die Situation weiter beobachten, sie wird sie weiter prüfen und wird notfalls darüber sprechen und entscheiden müssen, wenn das erforderlich ist. Im Moment ist es nach allen Berichten, wie Sie auch vom Verteidigungsministerium gehört haben, nicht erforderlich. Für dringend erforderlich aber hält die Opposition nun einen neuen Urteilsspruch aus Karlsruhe. Diese Vorfälle und die Tatsache, dass die Bundesregierung den Auftrag für die Bundeswehr in Somalia verändert hat, haben uns dazu gebracht zu sagen, wir müssen mit allen rechtlichen und politischen Mitteln gegen diesen Einsatz vorgehen. Das heißt also, es wird einen Antrag auf einstweilige Anordnung in Karlsruhe geben und es wird eine Bundestagsdebatte in der nächsten Woche geben, in der wir die Bundesregierung auffordern, den Einsatz in Somalia zu beenden. Und diesmal verspricht sich die Opposition mehr Chancen als kürzlich beim AWACS-Urteil. Sie beruft sich vor allem darauf, dass der Verteidigungsminister in der vorigen Woche angekündigt hatte, die Bundeswehreinheiten in Somalia könnten möglicherweise auch zur Entlastung anderer UN-Verbände in Kampfhandlungen verwickelt werden. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen will den Tod der pakistanischen UN-Soldaten in Somalia nicht ungesühnt lassen. Einstimmig wurde in der vergangenen Nacht in New York beschlossen, die Rebellen und ihre Anführer festzunehmen und zu bestrafen. Es wird vermutet, dass es sich um Gefolgsleute des Milizenchefs Aidid handelt. Ferner entschied der Sicherheitsrat, die UN-Truppen in Somalia mit weiteren Panzern und Kampfhubschraubern auszurüsten. Wie verlautet, werden bereits schwere Waffen nach Mogadischu gebracht. Auch heute wurden wieder Blauhelme in Mogadischu angegriffen. Somalische Milizen eröffneten das Feuer auf das Hauptquartier der pakistanischen UN-Truppen. Die Soldaten schossen zurück. Mindestens zwei Somalier wurden nach Korrespondentenberichten getötet. Aus Somalia Albrecht Reinhardt. Ein Schuss hatte das Mädchen am Sonnabend in den Rücken getroffen. Wer ihn abfeuerte, ob die pakistanischen UNO-Soldaten oder die Milizionäre des somalischen Kriegsherrn General Aidid, wir wissen es nicht. Eines von über 100 Opfern. Über Mogadischu schweben heute wieder Kampfhubschrauber, Belagerungszustand. Mehrere hundert Mitarbeiter von Hilfs- und UNO-Organisationen haben die Stadt bereits verlassen. Auch die 50 Freiwilligen des Deutschen Technischen Hilfswerks. Wo sich sonst im Kreisel der Verkehr staut, fahren heute nur wenige Autos, kaum Busse. Die Menschen in Mogadischu ziehen es vor, zu Hause zu bleiben. Denn trotz des Muskelspiels der UN-Truppen ist die Lage in der Hauptstadt Somalias weiterhin gespannt. Erst gestern kam es wieder zu Schießereien. Und auf den Dächern der strategisch wichtigen Gebäude haben die Soldaten wieder Sandsäcke aufgebaut, liegen sie mit Gewehren im Anschlag. Viele fürchten, dass heute Nacht erneut schwere Kämpfe ausbrechen. Die pakistanischen Soldaten hatten Aidids Milizen entwaffnen sollen. Für Aidid bedeutet die Entwaffnung aber den Verlust seiner Macht. Deshalb erlebt Somalia schwere Tage. Wenn wir zu Angriffen provoziert werden, trifft es immer auch Unschuldige. Die UN-Soldaten greifen sie nicht gezielt an, aber im Gefecht kommt das eben vor. Sie haben sich verschanzt, die beiden Seiten. Die Blauhelme hinter ihren Sandsäcken, die Milizen von Aidid in ihren Vierteln.
Der Sieger der spanischen Parlamentswahlen, Ministerpräsident González, will bis zum Ende des Monats Partner für eine neue Regierung gewinnen. Seine sozialistische Partei hat bei den gestrigen Wahlen Stimmen verloren, bleibt aber stärkste Kraft im Parlament. Freudentaumel der Erleichterung heute in den frühen Morgenstunden im Wahlzentrum der spanischen Sozialisten. Nach dem härtesten Wahlkampf in der jungen Geschichte der spanischen Demokratie, nach langen Stunden angespannten Wartens, das Ergebnis. Die sozialistische Partei PSOE verliert zwar 16 Sitze und damit die absolute Mehrheit im Parlament, wird aber wieder stärkste Fraktion. Jubel um den Auftritt des Wahlsiegers, des alten und mutmaßlich auch neuen Ministerpräsidenten. Vor allem, wenn nicht ausschließlich, diesem Felipe González hat die Partei es zu verdanken, dass sie jetzt weiter regieren kann, trotz aller Fehler während der letzten 4 Jahre. José María Aznar, der Vorsitzende der Konservativen, ist Verlierer und Gewinner zugleich. Zwar hat er das Wahlziel nicht erreicht, stärkste Fraktion zu werden, aber er hat seine Partei aus dem 25%-Ghetto herausgeführt und mit einem Zugewinn von 34 Mandaten deutlich zu den Sozialisten aufgeschlossen. Die Konservativen werden eine starke Opposition sein. An politischem Einfluss stark gewonnen haben auch die kleinen regionalen Parteien der bürgerlichen Mitte, vor allem in Katalonien und im Baskenland. Sie braucht Felipe González jetzt als Bündnispartner, um regieren zu können, und dafür werden sie personell und politisch einen hohen Preis verlangen. Jubel bis in den frühen Morgen bei den Anhängern von Felipe González. Viele von ihnen aber werden zu dieser Stunde noch gar nicht begriffen haben, dass in dieser Nacht auch eine Ära zu Ende gegangen ist, nämlich 11 Jahre sozialistische Alleinherrschaft. Bei den Kommunalwahlen in Italien haben die Wähler ihren Willen nach grundlegender politischer Erneuerung bekräftigt. Die traditionellen Parteien, die von Korruptionsaffären stark belastet sind, erlitten eine schwere Niederlage. In Mailand beispielsweise erhielten Christdemokraten und Sozialisten nur etwa 10% der Stimmen. Große Gewinnerin ist die sogenannte Liga Nord, die für mehr Autonomie des Nordens Italiens eintritt. Sie erreichte in Mailand 41%. Auch in Turin wurde sie stärkste Partei. Die Partei Lettischer Weg hat die ersten freien Parlamentswahlen in Lettland nach der Unabhängigkeit von der Sowjetunion gewonnen. Die Wahlbeteiligung lag bei 90%. Ausgeschlossen waren die 700.000 Einwohner russischer Abstammung. Der Lettische Weg, ein Bündnis aus Reformkommunisten und Wirtschaftsfachleuten mit dem ehemaligen KP-Ideologiesekretär Anatolis Gorbunovs an der Spitze, ist mit 1/3 aller Stimmen eindeutiger Sieger. Dieser Interessenverband wird mit 2 konservativen Partnern, der Bauernunion und vermutlich den Christdemokraten, eine Regierung bilden können. Sie will mit einer beweglicheren Politik vor allem Moskau weniger Angriffsflächen bieten. Von dort aus war insbesondere der Ausschluss des größten Teils der russischen Minderheit von den Wahlen kritisiert worden. Unklar ist jetzt noch, welche Politiker in das neue Parlament einziehen werden. Nach dem komplizierten lettischen Wahlrecht dauert die Auszählung der Kandidaten gut 1 Woche. Der Graben bleibt. Rechte Nationalisten und ebenso hartnäckige Vertreter der russischen Minderheit, die fast die Hälfte der Bevölkerung Lettlands ausmacht, stehen sich weiterhin unversöhnlich gegenüber. Doch Besserung ist in Sicht. Beide Gruppen sind im Parlament vertreten. Sie können ihre Gegensätze jetzt demokratisch ausfechten. Eine Delegation des Europarats, in den Lettland strebt, bezeichnete die Wahl als fair und frei. Gleichwohl konnten sich die Beobachter Änderungen des altertümlichen Wahlrechts und im Umgang mit den Russen vorstellen. Rebellen haben in einem Flüchtlingslager in der Nähe der liberianischen Hauptstadt Monrovia ein Blutbad angerichtet. Nach UN-Angaben wurden 300 Menschen, überwiegend Frauen und Kinder, auf bestialische Weise umgebracht. Viele der Überlebenden seien schwer verletzt. Für das Massaker werden Anhänger des Rebellenführers Taylor verantwortlich gemacht. Taylor kämpft seit Ende der 80er Jahre gegen die Regierung, die sich nur mit Hilfe einer westafrikanischen Friedenstruppe hält. Einer der mutmaßlichen Täter des Brandanschlags von Solingen gehört offensichtlich einer rechtsextremen Partei an. Bei der Wohnungsdurchsuchung des 23-jährigen Beschuldigten wurde ein Mitgliedsausweis der Deutschen Volksunion gefunden, der am 22. April vergangenen Jahres ausgestellt worden war. Trotzdem sieht die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe keine Anhaltspunkte, dass der Anschlag am Pfingstsamstag von Rechtsextremisten organisiert wurde. Wieder ein Brandanschlag auf ein von Ausländern bewohntes Haus. In diesem Hausflur im westfälischen Soest zündeten Unbekannte einen Kinderwagen an. Ein Bewohner war durch verdächtige Geräusche darauf aufmerksam geworden. Die Polizei konnte das Feuer löschen. Ein Mann erlitt eine Rauchvergiftung.
Nach ersten Ermittlungen sollen zwei Männer mit einem Volvo vom Tatort geflüchtet sein. Ein weiterer Brand in einem Haus in Bergisch Gladbach, in dem 17 Türken leben, konnte verhindert werden. Die Bewohner löschten rechtzeitig eine brennende Stoffdecke im Flur. In Aschaffenburg ist in der vergangenen Nacht ein Brandanschlag auf die Geschäftsstelle der CSU verübt worden. Dabei wurde niemand verletzt und es entstand nur geringer Sachschaden. Vier junge Türken im Alter zwischen 16 und 18 Jahren wurden nach einer Verfolgungsjagd von der Polizei festgenommen. Für ihre Tat gaben sie politische Motive an. Der amtierende IG Metall-Vorsitzende Zwickel soll zum Nachfolger des zurückgetretenen Franz Steinkühler gewählt werden. Der Vorstand der größten DGB-Gewerkschaft hat heute den 54-jährigen Tarifexperten für die Wahl nominiert. Neuer zweiter Vorsitzender soll der Stuttgarter Bezirksleiter Riester werden. Die Nominierung wurde einstimmig beschlossen. Andere Namensvorschläge gab es nicht. Der frühere schleswig-holsteinische Ministerpräsident Engholm wurde heute zum ersten Mal vom Kieler Untersuchungsausschuss, der die sogenannte Schubladen-Affäre aufklären will, befragt. Er rechtfertigte den Rücktritt seines Sozialministers Jansen wegen Geldzahlungen an den Barschel-Medienreferenten Pfeiffer. Dass er entgegen früheren Aussagen von der Schmutzkampagne gegen sich und die SPD schon vor dem Wahltag erfahren habe, bekräftigte Engholm heute. Meldungen, dass er seit Ende der 60er Jahre vom Verfassungsschutz bespitzelt worden sei, hält Engholm für unwahrscheinlich. Der 9. Internationale AIDS-Kongress hat in Berlin begonnen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation steckt sich weltweit alle 15 bis 20 Sekunden ein Mensch mit der tödlichen Immunschwächekrankheit an. Den stärksten Anstieg gäbe es in Lateinamerika, Afrika und Asien. 14 Millionen AIDS-Infizierte weltweit schätzt die Weltgesundheitsorganisation. In keinem Land sei die rasante Entwicklung gestoppt worden. Mit schneller Hilfe ist nicht zu rechnen. Wenigstens die Öffentlichkeit will man aufrütteln. Die Gesellschaft nicht in Gesunde und Kranke zu spalten und Vorurteile abzubauen, hatte der Bundespräsident gefordert. Oft wird AIDS an Unmoral gekoppelt, ja gar als angeblich gerechte Strafe interpretiert. Das ist eine entsetzliche, unmenschliche Ausgrenzung von Kranken unter dem Deckmantel vorgeblicher Moral. Trotz einiger Fortschritte bei der AIDS-Forschung, eine Wunderdroge gegen die Immunschwäche gibt es noch immer nicht. Schutz aus Liebe heißt daher der Kernsatz in einer auf breite Aufklärung zielenden Offensive, wie es heißt. Vorbeugung als empfohlene Methode, den Risikofaktor einer Ansteckung weitgehend auszuschalten. Die Deutsche AIDS-Hilfe will künftig nicht nur die sogenannten Risikogruppen betreuen. Es ist einfach höchste Zeit, dass mehr für Frauen getan wird. Bisher sind fast 10.000 Frauen von HIV und AIDS betroffen in der Bundesrepublik und es wurde einfach nicht adäquat reagiert. Von daher ist es wirklich sehr nötig, dass es mehr Aufklärung gibt, mehr Beratung und auch mehr spezifische Forschung und Wissenschaft für Frauen. AIDS hat viele Gesichter und es kann alle treffen. Dass es ein menschenwürdiges Leben für einen Kranken bis zum Tod geben müsse, das war auf dem Kongress mehrfach zu hören. Doch angesichts chronisch leerer Kassen sind auch die Grenzen einer humanen Patientenbetreuung immer deutlicher zu erkennen. Zwei Tage nach dem Ende der Fußball-Bundesliga-Saison hat der 1. FC Kaiserslautern seinen Trainer Rainer Zobel entlassen. Ihm wird vorgeworfen, dass der Verein nur den 8. Tabellenplatz erreicht hat und damit nicht bei europäischen Pokalwettbewerben dabei ist. Einen Nachfolger für Zobel gibt es noch nicht. Beim Absturz eines Privatflugzeugs auf dem Köln-Bonner Flughafen sind heute Mittag alle vier Insassen ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben handelt es sich um zwei Passagiere und die beiden Piloten. Der Learjet war kurz nach dem Start noch auf dem Flughafengelände aufgeprallt und hatte Feuer gefangen. Die Maschine gehört dem Aerodienst Nürnberg, der Geschäftsflüge vermittelt. Vom Luftfahrtbundesamt wird die Unglücksursache ermittelt. Der Flugbetrieb in Köln-Bonn war nicht beeinträchtigt. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 8. Juni. Über weiten Teilen des europäischen Festlandes ist es gering bewölkt. Über der Mitte und im Süden Deutschlands hat sich im Tagesverlauf Quellbewölkung mit Gewitterwolken gebildet. Ursache dafür ist ein schwach ausgebildeter Tiefausläufer, der sich über Süddeutschland nur wenig verlagert. Auf seiner Rückseite fließt in den Osten etwas kühlere Meeresluft. Ansonsten überwiegt der Einfluss eines Hochs über der Nordsee. Die Vorhersage für morgen.
Östlich der Weser zunächst wechselnde Bewölkung, aber weitgehend niederschlagsfrei. Im Tagesverlauf zunehmende Aufheiterungen. Im übrigen Deutschland zunächst sonnig, während der zweiten Tageshälfte vor allem im Süden aufkommende Quellbewölkung und nachfolgend im Bergland vereinzelt Gewitter. Tiefsttemperatur im Norden und im Osten 9 bis 13, sonst 13 bis 18 Grad. Tageshöchstwerte östlich der Weser 20 bis 25, sonst 26 bis 31 Grad. Meist schwach windig. Die weiteren Aussichten: am Mittwoch zunächst überwiegend sonnig und sehr warm. Nachmittags und abends im Südwesten aufkommende Gewitter.